Ich freue mich, dass ich Sie hier am ersten Apitherapietag an der Fischermühle begrüßen darf. Ich mache das ganz herzlich im Namen von unserem Verein Mellifera e.V. Und wir haben uns als erstes gefragt, wenn wir das machen, wie nennen wir das? Apitherapie ist doch fast ein okkultes Wort für Normalbürger. Wer weiß, was das heißt? Api ist die Biene lateinisch. Also Therapie mit den Stoffen, die wir von den Bienen ernten können. Und dann haben wir uns gedacht, wir nennen das Bienen heilen. Und dann habe ich im Zugehen auf diese Veranstaltung gemerkt, dass Bienen heilen ja eine doppelte Bedeutung hat. Nicht nur, dass die Bienen heilen, uns heilen mit Lebensmitteln, die an der Grenze zum Heilmittel stehen, sondern unser Anliegen ist ja auch, eben für Heilung bei den Bienen zu sorgen. Indem wir, wie wir es nennen, wesensgemäße Bienenhaltung betreiben, propagieren, entwickeln, indem wir imkerliche Betriebsweisen erproben und auch forschen, bei denen möglichst wenig Stress für die Bienen entsteht, indem wir dafür sorgen, dass die Landschaft blüht, indem wir dafür sorgen, dass wir keine Agrogentechnik in der Feldflur haben und unsere Bienen und die ganzen anderen Insekten das sammeln und dass sie als Honigkunden auch tatsächlich Wahlfreiheit haben und Produkte kaufen können, die nicht kontaminiert sind. Thomas Radetzky ist Imkermeister und politisches Engagement gehört für ihn dazu. In der idyllisch gelegenen Fischermühle im Zollernalbkreis in Rosenfeld dreht sich alles um die Bienen. Auf dem Anwesen der ehemaligen Getreide- und Sägemühle ist Platz genug für eine Lehr- und Versuchsimkerei mit 130 Völkern. In Führungen erklären die Imker, wie ein Bienenstaat funktioniert, wie all die Kostbarkeiten aus dem Bienenstock entstehen und welche Bedeutung die Honigbiene für unsere Landschaft hat. Alles atmet das Engagement für die Natur und das ganzheitliche Weltbild der Anthroposophie. In den Gewächshäusern reift biologisch dynamisches Obst und Gemüse, wachsen seltene Kräuter und Pflanzen. Kulturelle Veranstaltungen und Aktionstage ziehen Hunderte von Gästen an, die sich auf dem weitläufigen Gelände verteilen. Wo früher die Mühlräder Baumstämme zersägten, ist in den letzten 30 Jahren eine engagierte Gemeinschaft gewachsen, die weit über Rosenfeld hinauswirkt. Am Apitherapietag locken Honigwasser, Wachskerzen, Tombola-Gewinne. Jetzt schauen wir mal, wer hat was gewonnen von euch? Wollen wir auch noch ein Gewinn niedlicher Bienenanhänger. Den Kern der politischen Arbeit bildet der Verein Mellifera. Die engagierten Imker stellen Forschungsprojekte und Seminare auf die Beine, kämpfen für ihre Bienen und für eine Landwirtschaft ohne Gift und Gentechnik. Thomas Radetzky ist die treibende Kraft in der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle. Seit mehr als 25 Jahren geht er mit den Bienen um und kommt dabei zur Ruhe. Drei Werkzeuge braucht der Imker, Stockmeißel,
Besen und Rauch. Und der Rauch, der tut den Bienen nichts. Der verschafft uns nur ein bisschen Respekt. So wie bei dem Dompteur mit der Peitsche. Der schlägt ja seine Tiere nicht, sondern das knallt nur. Jetzt haben wir hier eine Beute, eine Beute ist eine Bienenwohnung, die wir entwickelt haben für eine extensive Bienenhaltung, die Demeter zertifizierbar ist und, wie wir sagen, wesensgemäß. Wir haben hier einen großen Raum, großen Brutraum, wo am Rand auch Honig geerntet wird. Hier ist ein Sheet, das wächst mit dem größer werdenden Volk zur Seite. Das kann man wegnehmen. Und dann haben wir hier den Naturwabenbau. Das ist jetzt ein Schwarm, den wir vor wenigen Wochen einlogiert haben. Man sieht hier ganz schön, wie gleichmäßig die Bienen ihr Wabenwerk errichten. Also hier sind die Bienen aufgekettet und sie hängen oft in schweren, großen Trauben, wo sie das Wachs ausschwitzen und dann oben zu Waben verbauen. Hier sehen wir die Brutfläche, Arbeiterinnenbrut. Und oben, wo die Bienen jetzt in die Zellen reinschlüpfen, sind die Honigvorräte. Sehr lecker. Das ist jetzt die nächste Wabe, die ist schon ein Stück älter. Man sieht das an diesem hellbraunen Farbton. Das ist ja nicht mehr so wie das frisch gebaute Wabenwerk hier unten. In den offenen Zellen sind überall Eier und Larven. Also die Königin ist vor kurzem hier gewesen, hat Eier gelegt. Und das Schöne an diesen großen Waben, sie sind größer als das, was üblicherweise in der Imkerei verwendet wird als Brutwaben. Durch diese großen und aufrecht orientierten Waben ist über dem Brutnest immer genug Platz für Honig. Und wir sehen hier, der Imker würde sagen, wirklich wunderschöne Arbeiterinnenbrutflächen. Alles im Naturwabenbau, also so, wie der konventionelle Imker sich denkt, dass es eigentlich gar nicht gehen kann. Und hier oben ist jetzt bunter Blütenstaub in den Zellen abgelagert. Oberhalb der Brut und auf der Rückseite ist es alles voll mit bunten Blütenstaub. Und die Honigvorräte in diesem Volk sind jetzt relativ beschränkt, obwohl der Schwarm ja im Frühjahr steht. Wir sehen nur hier oben Honigvorräte. Das heißt, das Volk hat sehr wenig Honig Vorrat bilden können. Und das ist ein Ausdruck der Landschaft. Obwohl wir hier doch in einer kleinstrukturierten, wunderschönen Landschaft sind. Die Landwirte haben die Flächen gemäht. Wir haben keinen Raps in der Nähe. Und die sammeln nicht genug Honig. Und wir werden nächste Woche anfangen, die Völker zu füttern. Obwohl wir jetzt Anfang Juni sind, in einer Zeit, wo jeder denkt, warum sollte man da füttern, wenn es so wunderschönes Wetter ist? Das liegt einfach an dieser ausgeräumten Landschaft. Viel Grün und wenig nektarspendende Blüten. Und selbst die werden bald gemäht. Wenn die Obstblüte vorbei ist, blüht der Raps. Zwar ist jetzt Nahrung im Überfluss da, aber immer dieselbe. Sind der Raps verblüht und die Wiesen gemäht, dann beginnt die Hungerzeit für Schmetterlinge, Hummeln und Bienen in unserer ausgeräumten Landschaft. Kein Mohn in den Feldern, weder Ackerreine noch Hecken bieten Schutz und Nektar. Auch die Artenvielfalt der Heuwiesen verschwindet durch die intensive Landwirtschaft, durch den Einsatz von Gülle, Kunstdünger und Pestiziden. Zurück bleiben grüne Wüsten. Einzig ein gewachsener Mischwald mit jungen und alten Bäumen bietet den Bienen in den Sommermonaten kleine Oasen der Vielfalt.
Am Apitherapietag stoßen die Vorträge auf reges Interesse. Dr. Dietrich Schlodder. Recht herzlichen Dank, Dietrich. Ja, danke, Thomas, für die Einladung. Ich bin eigentlich kein Spezialist in Apitherapie, sondern Spezialist in begleitender Tumortherapie. Und wir befinden uns ja hier im Herstellungsgebäude der Firma Helixor, wo Mistelpräparate, Mistelinjektionspräparate für die Krebsbehandlung hergestellt werden. Die Misteltherapie reicht alleine nicht gegen eine, als Heilmittel gegen eine so komplizierte Erkrankung. Und deswegen befasse ich mich nebenbei natürlich auch mit den Bienen und ihren Produkten in der Anwendung bei Krebs. Dietrich Schlodder holt aus. Eine ganzheitliche Medizin wie die anthroposophische Medizin sieht den Krebs als Erkrankung jetzt nicht nur der Zelle an, sondern des ganzen Menschen. Denn ein gesunder Mensch ist innerlich im Gleichgewicht. Die Krankheit Krebs ist Ausdruck davon, dass eine der formgebenden Kräfte sich herausgelöst hat aus dem Zusammenspiel von Lebenskraft, Körper, Geist und Seele. Die Faktoren, die Krebs auslösen, können Jahrzehnte zurückliegen. In unserer Gegenwart überwiegen die tumorfördernden Einflüsse. Wir haben immer weniger akute Entzündungen. Kaum hat ein Kind mal Fieber, wird sofort das Fieberzäpfchen eingeführt. Die Selbstheilungskräfte haben gar keine Chance heute bei einem Kind, was unter sehr hygienischen Bedingungen aufwächst in unserer zivilisierten Welt. Die haben überhaupt keine Chance, sich richtig zu trainieren und sich richtig auszubilden. Spannende Forschungsergebnisse. Man hat herausgefunden, fehlendes Fieber in der Vorgeschichte eines Krebspatienten ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Krebsentstehung. Kommt gleich nach dem Rauchen, ist stärker als die meisten Umweltfaktoren. Die anthroposophische Medizin setzt bei der Behandlung von Krebs auf die Komplementärmedizin. Zur Stärkung des ganzen Menschen werden pflanzliche und tierische Wirkstoffe benutzt. Tierische Gifte spielen eine ganz große Rolle in der Krebsbehandlung. Ich will nicht eingehen auf die Schlangengifte, sondern hauptsächlich auf die Insektengifte. Und da spielt eine große Rolle die Ameise und eine ebenso große, wenn nicht größere Rolle die Honigbiene, Formica und Apis. Beide sind staatenbildende Insekten. Und so ein Insektenstaat, der hat als solcher schon eine Verwandtschaft mit einem menschlichen Organismus. Weil so wie bei uns die Organe sich spezialisieren in ganz verschiedene Richtungen, so gibt es eben auch in diesen Insektenstaaten eine Spezialisierung. Und alles wirkt zusammen. Die Biene ist eigentlich schon das Gegenbild einer Krebszelle. Die Krebszelle, die egoistisch ihre Zwecke verfolgt, nur sich zu vermehren, auf Kosten des ganzen Organismus. Und die Biene, die völlig selbstlos diesem Ganzen des Bienenstockes dient. Was die Bienen an Knospenharz, Nektar und Pollen sammeln, ist für Apitherapeuten die Essenz aller natürlichen Wirkstoffe. Sie heilen mit den Kostbarkeiten aus dem Bienenstock. Dr. Dietrich Schlodder. Eine wichtige Rolle spielt Propolis, das Bienenkittharz, mit dem die Bienen den ganzen Bienenstock auskleiden und schützen gegen Eindringlinge. Es ist ja so, dass der Bienenstock eine ständige Temperatur von 35 Grad hat, idealer Nährboden für Bakterien und andere Keime. Und das Bienenkittharz mit seinen antibiotischen Eigenschaften hält die Gesundheit innerhalb des Bienenstockes aufrecht. Pro Volk erntet der Imker nur etwa 100 Gramm. Die Biene gewinnt das Propolis oder Kittharz aus dem Harz, mit dem sich Knospen vor Wind und Wetter schützen, und verschließt damit die Ritzen im Bienenstock. Mit Wachs vermischt wirkt es gegen Viren, Bakterien und Pilzsporen. Ein natürliches Antibiotikum. Schon die alten Ägypter nutzten die keimtötende Substanz zum Präparieren ihrer Mumien. Und wenn da zum Beispiel eine Maus hineinkommt und wird
totgestochen, dann wird sie so mit dem Bienenkittharz, mit dem Propolis überzogen, dass sie mumifiziert und dass keine Infektionen entstehen. Auch das Bienengift ist ein wichtiges Heilmittel und hat in Asien und Osteuropa eine lange Tradition. Ich habe die jetzt hier zwischen zwei Fingern. Und oben an der Spitze hängt richtig ein kleines Tröpfchen mit Gift. Bienengiftinjektionen regen die Bildung körpereigenen Cortisols an und helfen bei Rheuma, Gelenkentzündungen und sogar multipler Sklerose. Honig galt schon im Altertum als Wundermittel für Schönheit und ein langes Leben. Neben verschiedenen Zuckerarten enthält er Enzyme und Mineralien und wirkt wie alles aus der Bienenapotheke leicht antibakteriell. Deshalb lindert Honig Magenschleimhautentzündungen und als Wundheilmittel wird er mittlerweile auch in unseren Krankenhäusern eingesetzt. Großmutters Honigpflaster sei Dank. Das kostbare Gelée Royal. Dank diesem milchigen Futtersaft entwickelt sich aus einer normalen Bienenlarve die Königin, die 3 bis 4 Jahre lebt, statt 6 Wochen wie eine gewöhnliche Arbeiterbiene. Beim Menschen verbessert es Gedächtnis, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, harmonisiert das vegetative Nervensystem und hilft sogar, Zellentartungen und Metastasenbildung zu verhindern. Bienenwachs ist mehr als eine duftende Kerze. Seine hautfreundlichen, nährenden und antibiotischen Eigenschaften nutzen Kosmetikindustrie und Pharmazie schon lange. Gekaut, zum Beispiel als frisches Deckelwachs, stärkt es das Zahnfleisch. Als Wickel hilft es bei Erkältungen, Asthma und Ischias. Es macht die Haut geschmeidig und hilft bei der Narbenheilung. Die Pollenhöschen, die die Bienen eintragen, bestehen aus den Pollen Millionen beflogener Blüten. Es ist die Eiweißnahrung der Bienen. Nur 2 Esslöffel davon enthalten so viel Eiweiß wie 200 Gramm mageres Rindfleisch. Pollen stärkt die Libido und das Immunsystem, kann Heuschnupfen reduzieren und vorbeugend gegen Arteriosklerose, Alzheimer oder Krebs wirken. Das Bienenbrot besteht aus fermentiertem Pollen, weil er von den Bienen schon eingespeichelt gelagert wurde. Für uns Menschen besonders wertvoll, weil die Wirkstoffe schon aufgeschlossen sind. Viele Imker mischen aus all ihren Kostbarkeiten einen Kraftmix, der mit Traubenzucker nicht zu vergleichen ist. Ein Teelöffel davon ist ein garantierter Muntermacher. Am Apitherapietag bieten die Imker der Fischermühle alles an, was sie ernten und herstellen. Von der Propolis-Tinktur über den Bienenwachswickel bis hin zu Salben und Cremes. Je nach der Menge zugesetzten Propolis oder Wachs wirken die Cremes bei rauer, entzündeter oder unreiner Haut. Kompetente Beratung bei so faszinierender Vielfalt. Da sind drin Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und dadurch, dass die Biene das so vorbereitet hat, vorbearbeitet hat, lässt sich das von unserem Körper besser aufnehmen. Das ist dann schon auch. Aber alles probieren zu können, ist das Beste. Das Hofgut Fischermühle in Rosenfeld. Eine Idylle und Oase für alle, die das Anwesen kennen. Am Apitherapietag sind viele hinzugekommen. Noch ein Vortrag, der die Gäste ins Haus holt. Ja, ich freue mich, dass so viele Leute sich für die Bienen interessieren, wo doch so viel berichtet wurde über Bienensterben in den letzten Jahren. Und ich habe festgestellt, dass das Interesse an den Bienen immer stärker wird in den letzten Jahren, Gott sei Dank, weil wir brauchen sie sehr, vor allem für die Obstbefruchtung und für die Blütenbestäubung. Jörg Reichert ist Heilpraktiker und arbeitet seit Jahren auch erfolgreich mit Honig, Propolis und Bienengift. In seinem Vortrag greift er auf die chinesische Elementenlehre zurück und setzt sie in Bezug zu den Bienenprodukten. Ich kann natürlich nicht für Vollständigkeit garantieren und ich denke, es sind auch einige Imker hier, die über Bienen wahrscheinlich mehr wissen wie ich. Aber ich arbeite schon seit vielen Jahren mit der Apitherapie und
dann habe ich mich entschlossen, dass ich das den Bienen schuldig bin und auch einen Imkerkurs belegt habe. Im ganzheitlichen Medizinverständnis der Chinesen sind die fünf Elemente Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall nicht nur einzelnen Organen, sondern auch Körperflüssigkeiten, Geweben und Wesensarten zugeordnet und beeinflussen sich in einem komplizierten Gefüge von Wechselwirkungen. Ein in sich geschlossenes Deutungssystem, das die Wahrnehmung der praktizierenden und angehenden Heilpraktiker für ihre Patienten schärfen soll. Apitherapie lässt sich in das ganzheitliche Verständnis von Krankheit einbetten, das den Gesetzmäßigkeiten der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre folgt und auch Shiatsu und Akupunktur mit einbezieht. Apitherapie hat einen großen Platz in dem Medizinverständnis, weil die Produkte der Bienen von sehr hoher Qualität sind. Sie haben die Wirkstoffe der Natur in konzentrierter Form, kann man sagen. Also in den Pollen oder auch in dem Gelée Royal der Bienen. Da haben sie die Essenz der Fruchtbarkeit eigentlich eingebunden. Und die Produkte des Honigs und des Bienenbrots, also des fermentierten Blütenpollens, enthalten auch die Heilkräfte der jeweiligen Pflanzen, von denen sie stammen. Bienen galten früher als heilige Tiere, leben- und geistspendend, als Symbol für Reinheit und Tugendsamkeit. Und Imker werden uralt, heißt es im Volksmund. Vielleicht auch, weil allein die Wahrnehmung für die Natur im Wechsel der Jahreszeiten jung hält. Komm, wir gucken mal nach der Ziege. Am Hofgut Fischermühle engagieren sich Imker, Gärtner, Mediziner, Heilpraktiker und die Gäste für ein Naturverständnis voller Respekt und Freude. Zeit zur Ernte. Honigschleudern ist nicht nur für Gäste jedes Mal ein Erlebnis, auch jeder Imker freut sich darauf. Da fahren wir an der Wabe so runter, wie beim Brotmesser. Das hat den Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man es sieht, wir haben eine relativ große Wachsernte, weil wir die Zelle tief anschneiden. Thomas Radetzky weiß, in einer Demeter-Imkerei mit Naturwabenbau sind die Honigwaben oft nicht so regelmäßig. Das Öffnen braucht Fingerspitzengefühl. Also der Winkel vom Messer ist wichtig, dass man nicht ins Holz schneidet, aber auf der anderen Seite auch wie ein Brot schneiden. Also die Kräfteverhältnisse sind... Aber guck mal, da komme ich nicht hin. Ja, genau. Das gibt, wenn die Wabe an der Stelle tiefer ist, dann gibt es Flecken, wo man mit der Gabel entdeckelt. Mhm. Und das Beste ist, wenn man so ein System hat mit Dickwaben. Frisches Deckelwachs ist noch ganz hell und ist am wertvollsten für die Apitherapie. Schon bebrütetes Wabenwachs wird dunkler. Wenn man das auseinander macht, dann werden die Zellen tiefer. Ich möchte auch gerne einmal probieren. Komm. Das ist jetzt keine Naturwabe, eine Mittelwandwabe. Mhm. Und wir haben bei einem Teil der Systeme, haben wir im Honigraum Mittelwände, aber im Brutraum gibt es das nicht. Deckelwachs mit frischem Honig, ein köstliches Gemisch zum Kauen, das jeder Imker liebt. Und bei rauem Hals und Angina gibt es nichts Besseres. Und du zerreißt die Zellen auch weniger, wenn du sägst. Es ist bei so einer Wabe auf jeden Fall rationeller, wenn man mit dem Messer arbeitet und dann nochmal mit der Gabel dran geht. Mit der Gabel ist man nie so schnell wie mit dem Messer. Warum ist das so dunkel bei Ihnen? Das ist eine Wabe, die früher auch mal bebrütet worden ist. Mhm. Und durchs Bebrüten wird sie dunkel. Mhm. Das kann bleiben? Das kann bleiben. Wenn die Zellen aufgerissen sind, reicht es. Eine volle Honigwabe wiegt an die 2 Kilo. Auf jeder Seite geschleudert, gibt die Wabe den Honig frei und bleibt dabei meistens unbeschadet. Mhm. Hört ihr den Honig? Das macht den Kindern natürlich einen Riesenspaß. Und die kriegen dann immer ein kleines Glas Honig mit bei uns. Spritzt immer noch. Ja. Aber für jetzt sollte es uns reichen. Pro Volk kann der Imker zwischen 3 und über 50 Kilo ernten, je nach Standort und Witterung.
Vor dem Abfüllen regelmäßig gerührt, bleibt der Honig cremig, sonst kristallisiert er. Erntereifer Honig darf nur einen ganz bestimmten Wassergehalt haben. Das braucht man gar nicht messen. Ich meine, ich sehe das auch und fühle das. Wenn der Honig so läuft, dann ist er einfach wirklich ausgereift. Könnt ihr auch mal naschen? Mhm. Lecker. Super, ne? Köstlich. Und? Gut? Lecker. Okay. Super. Sau gut. So ein Topf mit Honig war den Römern zwei Ochsen wert. Schön flüssig, das ist wahrscheinlich ganz frischer Honig. Heilpraktiker Jörg Reichert nutzt den Honig für eine ganz spezielle Massage. So, jetzt verreibe ich das, verteile das einigermaßen gleichmäßig. Nach seinem Vortrag gibt er hier praktische Anleitungen für angehende Masseure und Masseurinnen. Ist klebrig. Da müssen wir die Fenster zumachen, dass nicht noch eine Biene reingeflogen wird. Ja, genau. Naschen. Also ich würde da glatt naschen, wenn ich Biene wäre. Räubern. Räubern? Nein. Okay, also die eigentliche Massage ist eigentlich jetzt das, was ich hier mache. Ja, ich kann erstmal vorsichtig mit den vier Fingern diesen Abstand hier so betatzen und dann immer so eine abziehende Bewegung machen. Da verteile ich jetzt den Honig noch besser gleichzeitig. Und je mehr hier auch Wasser weiterhin verdunstet, umso klebriger wird die ganze Angelegenheit. Und umso stärker wird die Sogwirkung. Jetzt kann ich auch die ganze Hand nehmen. Ist egal, was für ein Honig? Ja, das ist eine gute Frage, das ist überhaupt nicht egal. Das muss ein Blütenhonig sein. Und zwar, weil der Waldhonig pyogene Stoffe enthält, das heißt eitererregende Stoffe. Herr Reichert, was ist das Besondere, wenn man mit Honig massiert, außer dass es klebt? Also macht der Honig was mit dem Körper? Ja, Sie haben ja durch den hohen Zuckergehalt haben Sie ja einen osmotischen Druck. Also das heißt, ein Gefälle zwischen zwei Flüssigkeiten aufgrund der Konzentration. Also Sie haben einen hohen Zuckeranteil und in der Haut haben Sie den einfach gesprochen nicht. Dadurch zieht der Zucker Material und Feuchtigkeit und alles, was da im Unterhautgewebe lagert, zieht er an sich. Und zwar nach außen. Und die andere Sache ist, dass er natürlich auch das Gewebe ernährt. Also es wird einmal durchblutet mechanisch, durch die mechanische Wirkung. Und es wird ernährt durch den Honig selbst, also nicht nur durch den Zuckeranteil, sondern durch die anderen Bestandteile, die auch noch in Zucker sind, zum Beispiel viele Mineralien. Der Honig verwöhnt die Haut. Zum Schluss vertiefen warme Tücher noch die Entspannung. Also der Honig, der wirkt jetzt auch so, also ich muss mich jetzt nicht unbedingt beeilen, nur wenn es kalt ist, muss ich halt schauen, dass ich weitermache. Und dann lege ich das auf. Ist es zu heiß? Zu viel? Okay, dann gehe ich noch mal runter und noch mal drauf. So. Und das ist jetzt auch ein schöner Moment, wo sich die tieferen Strukturen auch bis in die Gelenksebene entspannen kann, wenn ich hier ein bisschen drücken kann man nicht sagen, massieren kann man auch nicht sagen, irgendwas dazwischen, ja? Da kann es auch durchaus mal Knack machen. Ja, bei ganz feinem Druck. Und dann ziehe ich das ab.
Nichts Klebriges bleibt zurück. So. Der Honig hat seine Konsistenz verändert und lässt sich einfach wegwischen. Ein trockenes Tuch wärmt den oberen Rücken, während Reichert weiterarbeitet. Also ich lasse ein bisschen Wasser da drin, es soll ja ein bisschen Wasser haben. Geht's? Also hier sind ja die Nieren und die Nieren sind ja auch das verbunden mit dem Urvertrauen. Ja. Also ein sanfter Druck hier ist sehr wohltuend und unterstützend. Grundsätzlich, eigentlich bei fast jedem. Und dann kann der Organismus auch besser wieder aufmachen. Dann gibt er freiwillig seine Schlacken frei oder seine Verkrampfung auf. So, jetzt nehme ich das trockene Handtuch und ziehe das hier so schön trocken. Das Abwärtsstreichen stimuliert die Meridiane. Entspannung trotz der vielen Kameras. Unter den Zuschauern sind viele, die mit der chinesischen Elementelehre, mit Shiatsu und Akupunktur vertraut sind. Für sie ist die Demonstration eine Bereicherung. Akupunkturpunkte, die für die Organe von Bedeutung sind. Jetzt kommt der zweite Durchgang. Achtung, wird ein bisschen kalt. So. Ich habe jetzt etwas mehr Flüssigkeit in der Oberhaut, sodass es manchmal so ist, dass beim zweiten Durchgang dieser Abzieheffekt erst etwas später einsetzt. Und ist es wichtig, zwei Durchgänge zu machen? Also was ist der Unterschied vom ersten und vom zweiten Durchgang? Das zeigt sich häufig auf dem Rücken, dass da ein großer Unterschied ist. Also wenn beim ersten Mal noch gar nicht viel abgegeben wird und die Massage auch recht schmerzhaft sein kann, da muss es beim zweiten Mal gar nicht so sein. Weil der Körper ist von innen und von der Tiefe her schon offener wie am ersten Mal. Noch ist der Apitherapietag nicht zu Ende. Wie man selbst Salben und Tinkturen herstellt, will niemand verpassen. Norbert Pöblau ist der leitende Imker an der Fischermühle und hat eine kleine Honigküche aufgebaut. Propolis-Tinktur zum Selbermachen. So, diese Flasche, die sollte nach Möglichkeit aus Braunglas bestehen, denn ganz viele Stoffe, also nicht nur Honig, sondern eben auch Propolis, alles was heilwirksam ist, ist im Zusammenhang aus dem Bienenvolk auch lichtempfindlich. In 70%igem Alkohol löst sich das Kittharz am besten. In 70 Milliliter kommen 30 Gramm Propolis. Pöblau hat etwas mehr von dem Gemisch angesetzt. Hier in diesem oberen Bereich und in dem unteren Bereich haben wir im Prinzip dann nur noch Bienenwachs pur. 4 bis 5 Wochen lang muss das Gemisch einmal täglich gründlich geschüttelt werden, bis sich das Propolis möglichst vollständig aufgelöst hat. Und das geschieht ungefähr 4 bis 5 Wochen lang, dass das jeden Tag einmal gemacht. Dann wird das Ganze durch einen ganz normalen Papierkaffeefilter gegossen. So bleiben die ungelösten Teilchen zurück. Das Abfüllen in blaue oder braune Fläschchen, die man beim Apotheker erhält, geht am besten mit einem Parfümtrichter. Das sind jetzt eben Tropffläschchen, wo im Prinzip dieser Tropfverschluss gleich eingearbeitet ist. Das heißt, das ist jetzt als Propolis-Tinktur wirklich gebrauchsfertig. Also das zur Herstellung von der Propolis-Tinktur. Und jetzt würde ich im nächsten Schritt gerne weitergehen zur Herstellung von Propolis-Salbe. Bei der Salbe werden 70 Milliliter Propolis-Tinktur durch Verdunsten an der Luft um einen Drittel reduziert. Der Alkohol hat sich verflüchtigt und das restliche Wasser trübt die Tinktur. Dann erwärmt man vorsichtig 200 Milliliter Olivenöl und gibt Bienenwachs hinein. Also ich habe jetzt 50 Gramm Bienenwachs eben zugegeben und das Ganze wird erwärmt. Und zwar auf eine Temperatur, die möglichst nah an 64 Grad liegt oder etwas drüber.
Bei 64 Grad schmilzt das Bienenwachs, aber schon ab 66 Grad werden die Wirkstoffe im Wachs zerstört. Während das geschmolzene Wachs wieder abkühlen muss, wandern die Probetiegel von Hand zu Hand. Ein paar Tropfen ätherisches Öl verändern jede Creme. Mit Lavendelduft wirkt sie entspannend bei Kopfweh, mit Thymian lindert sie verstopfte Nasen und mit Rosenöl versetzt beruhigt und nährt sie die Haut. Die Propolis-Salbe wirkt entzündungshemmend bei Hautpilz, Hautreizungen und der Wundheilung. Die Rezepte für Tinktur und Salbe stehen auf der Tafel. Wie wichtig das Rühren ist, zeigt die Praxis. Temperatur, die im Bereich optimal so von 45, 46 Grad ungefähr liegt, wird dann das Propolis-Konzentrat zugegeben. Am besten kontrolliert man die Temperatur mit einem Fleischthermometer. Erst wenn die 45 Grad erreicht sind, kommt die Propolis-Tinktur hinzu. Das Olivenöl-Wachs-Gemisch klumpt sofort durch die Wasser- und Restalkoholanteile in der Propolis-Tinktur. Durch stetes Rühren entsteht wieder eine geschmeidige Emulsion. So, und jetzt füllen wir das ab in die vorbereiteten Tiegel. Und da erfolgt dann sozusagen das letztendliche Aushärten. Mit 200 Milliliter Olivenöl ergeben sich ungefähr 6 bis 7 Tiegel Salbe. Da Propolis auch konservierend wirkt, ist die Salbe so lange haltbar wie das verwendete Olivenöl, bis zu 2 Jahre. Ein Rezept für Schleckmäuler, Pollenhonig. Schnell gemacht und ein gutes Stärkungsmittel. So, und im Pollen ist, also nur zu dem Thema Bienenbrot, im Pollen ist auch alles enthalten, laut eben Herrn Exner, alles enthalten, was der Mensch braucht. Es ist einzigartiger Naturstoff. Weil Pollen roh gegessen für den menschlichen Körper kaum verwertbar ist, wird der Pollen mit einer Kaffeemühle gemahlen. So kann er sich besser im Honig lösen. So, jetzt müssen wir den Rest auch nochmal mahlen. Wenn der Honig sehr flüssig ist oder auch auf 35 Grad erwärmt wurde, löst sich der Pollen besser auf. Im Verhältnis 2:1 wird der Pollen zum Honig gegeben. Gut gemixt, eine stärkende Leckerei auf Brot, im Müsli oder einfach zwischendurch. Integrieren Sie Apitherapie in Ihre Arbeit? Ja, ich bin eigentlich Spezialist für ergänzende Krebsbehandlung, also komplementäre Onkologie. Und die Apitherapie ist Bestandteil eines umfassenden ganzheitlichen Therapiekonzeptes, was die Selbstheilungskräfte anregt. Bei Krebspatienten ist ja vor allem durch die Chemotherapie eine erhöhte Infektanfälligkeit da. Es kommt vor allem zu Schleimhautschäden im Bereich der Mundschleimhaut. Das ist nicht nur unangenehm, weil es schmerzt und das Essen erschwert, sondern es ist auch eine Eintrittspforte für Erreger und Entzündung in der Mundschleimhaut, eine gefürchtete Komplikation. Und gegen chemische Substanzen ist da Propolis als Mundspülung und auch zum Betupfen dieser kleinen Schleimhautdefekte eine ideale Alternative, weil es schmerzstillend wirkt, sehr schnell. Es hat auch eine lokal betäubende Wirkung und weil es, wie gesagt, gegen Bakterien und Pilze und Viren schützt. Das ist eine ganz wichtige Sache, diese Schutzwirkung gegen die Chemotherapie. Man kann jetzt auch Propolis innerlich geben, zum Beispiel als Tropfen in Wasser gelöst, 3x15 Tropfen täglich, um allgemein eine Zellschutzwirkung vor schädigenden Wirkungen der Strahlentherapie und der Chemotherapie zu erreichen. Auf gesunde Zellen. Das ist dann eine Wirkung im gesamten Organismus. Und dann schließlich kann man Propolis auch äußerlich nutzen.
bei Pilzbefall der Haut und als Schutz gegen die Strahlenschädigung der Haut. Das wären so die Hauptanwendungen bei Krebspatienten. Es ist praktisch so, dass Propolis auch im menschlichen Organismus die Grenzfunktion, die Abgrenzung gegen schädigende äußere Faktoren verstärkt. Und gerade Bienenprodukte regen auch immer diese ganzheitliche Kommunikation im Organismus an. Ein Krebs ist eigentlich ein Kommunikationsproblem zwischen Zelle und umliegendem Gewebe. Und das ist, denke ich, auch eine gemeinsame Basis für Naturheilkunde und Schulmedizin. Wird in der Schulmedizin auch intensiv geforscht an diesen molekularen Kommunikationsmechanismen. Weil es ist nicht nur die Krebszelle, es ist gerade die gestörte Kommunikation mit der Umgebung, die dann für die Entstehung eines malignen Tumors verantwortlich ist. Und dann gibt es eben aus dem Bienenreich noch die Mittel, die zwischen Lebensmittel und Heilmittel stehen. Der Honig, der Weißelfuttersaft, die Blütenpollen, die jetzt mehr eine stärkende Wirkung auf den geschwächten Organismus haben und deswegen auch bei Krebspatienten eine Rolle spielen. Wenn ich aber jetzt Patientin wäre und in einer Schulmedizin erstmal behandelt worden bin, stolpere ich nicht so ohne weiteres über Apitherapie. Wie komme ich in den Genuss von solchen Spezialisten wie Sie? Ja, es gibt mittlerweile viele Bücher über Apitherapie, auch für den Laien, wo er Bienenprodukte zur Selbstmedikation nutzen kann. Dazu gehört das, was wir schon besprochen haben, bis auf die Injektionen von Bienengift, das ist dann ärztliche Therapie, aber alles andere ist Selbstmedikation. Das ist durchaus möglich, dass unter Beratung des Apothekers der Patient auch selbst solche Dinge nutzt. Ich denke, dass viele, die hier heute diese Tagung besucht haben, auch Krebspatienten als Angehörige haben und da auch den einen oder anderen Tipp mitbringen. Und ich hoffe, dass immer mehr Naturheilärzte und auch Heilpraktiker die Apitherapie auch als Ergänzung entdecken. Es ist so, dass in Osteuropa die Apitherapie eine sehr viel größere Rolle traditionell spielt als bei uns und auch in der Medizin eine größere Rolle spielt, durchaus auch schon in die Universitäten Eingang gefunden hat. Bei uns ist das ja mit dem Honig passiert, der zum Beispiel als Medihoney in Unikliniken bei multiresistenten Staphylococcus-Infektionen oder in der Kinderkrebstherapie Standard geworden ist. Also insofern hoffe ich, wie überhaupt Naturheilkunde als Ergänzung ja jedem Arzt offen steht, dass es auch in die Kliniken immer mehr Eingang findet als Ergänzung. Wie sieht denn Ihr Berufsalltag aus? Also wie arbeiten Sie mit Bienenprodukten? Ja, die besten Erfolge habe ich mit Bienengift. Weil ob das jetzt Tennisellenbogen ist oder Arthritis, schmerzende Knien, Gelenke, Hüftprobleme, Bandscheibenvorfälle. Ich hatte eine Patientin, die hatte einen Bandscheibenvorfall schon mit Lähmung des Großzehenhebers. Und hatte schon einen Termin zum Neurochirurgen und der konnte dann abgesagt werden. Weil wir haben gleich eine Sequenz Bienengift genommen, das kam eine zunehmende Verbesserung. Und das ist schon sehr beeindruckend. Die Geschichte der Apitherapie ist ja Jahrtausende alt, aber sie wird wenig praktiziert leider, weil häufig die Angst vor Allergien ist, die eigentlich etwas überbewertet wird. Machen Sie grundsätzlich einen Test, ob jemand allergisch wie jemand reagiert oder behandeln Sie gleich mit Bienengift? Nein, ich mache immer einen Test und zwar auf einem bestimmten Punkt am Rücken, der über Reflexzonen die Nebennieren stimuliert und damit auch die Ausschüttung von Cortisol forciert. Das heißt, im Falle eines Falles, wenn wirklich was wäre, hat der Körper schon entsprechende Hormone bereitgestellt oder auch Adrenalin, um
einem Schock beispielsweise entgegenzuwirken. Aber das ist nur eine ganz minimale Dosis, da passiert eigentlich nichts. Man kann dann beobachten, wie groß ist die Schwellung, selbst bei dieser minimalen Dosis. Wenn ich da eine große Schwellung habe, dann muss ich natürlich vorsichtig sein. Aber zunächst mal muss der Mensch entgiften. Das Bienengift löst viele Giftstoffe im Körper auf, bringt es zu den Transportwegen, den Gefäßen, und bringt es dann zur Ausscheidung. Wenn die Ausscheidungsorgane Leber und Niere verstopft sind oder schwer belastet sind, dann kommt es zu einem Rückstau. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Empfindlichkeit oder einer Überreaktion größer. Ja? Also bevor man Bienengift benutzt, sollte der Patient immer sich entgiftet haben vorher. Und am besten die Bienenprodukte alle genommen haben. Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass der Körper einfach das Bienengift leichter akzeptiert, wenn vorher schon die anderen Bienenprodukte konsumiert wurden. Ja? Es ist irgendwie leichter eingebunden. Wie gehen Sie mit Apitherapie ran? Ist das, von Anfang an sind Sie als Apitherapeut bekannt oder machen Sie viel anderes und das ist nur ein Teil davon? Das ist ein Teil. Also ich arbeite zuallererst mit dem Dunkelfeldmikroskop und schaue mir die Qualität des Blutes an und untersuche den Patienten, was er sonst noch für Schwächen hat. Oder es kommt auch aus der Anamnese raus. Und dann, je nachdem, wenn ich das Gefühl habe, die Entgiftungsorgane sind verstopft, ja? Also die Nieren und die Leber funktionieren nicht mehr richtig, dann eignet sich sehr gut eine Honigmassage, weil der Transport über einen viel kürzeren Weg geht. Ja, ich muss nicht den komplizierten Verstoffwechslungsweg über die Leber, dass es nierengängig oder gallengängig gemacht wird, gehen, sondern ich kann direkt vom Bindegewebe über die Haut die Gifte entziehen durch die Honigmassage. Was spielt die Psyche für eine Rolle für die Krankheitsbilder, die Sie finden und die Sie auch behandeln mit Apitherapie? Ja. Die psychische, mentale und emotionale Einstellung spielt eine sehr große Rolle, weil die Gefühle mit Organen verbunden sind. Also man weiß heute auch in der Schulmedizin schon, dass die Neurotransmitter für die Gefühle direkt an den Organen freigesetzt werden und nur im Gehirn verstanden werden. Also da werden sie registriert, aber entstehen tun sie am Organ. So ist die Aggression zum Beispiel ein Gefühl der Leber und die Angst ein Gefühl der Niere. Ja? Und wenn ich eben chronische emotionale Zustände habe, dann kann ich auch auf die Schwächen von bestimmten Organsystemen Rückschlüsse ziehen. Wie wenden Sie täglich Bienenprodukte an? An mir selber? Ja, das kommt darauf an, was für einen Tag ich habe. Wenn ich einen schweren Tag habe, dann nehme ich morgens ein Getreidebrei mit Bienenbrot und eventuell Apilanil. Wenn ich lange Tage durchgearbeitet habe und zu wenig zur Ruhe gekommen bin, dann nehme ich nicht Apilanil, also dieses Drohnenextrakt, sondern Gelée Royale, um einfach wieder in die Ruhe zu kommen. Ja. Und wenn ich beim Holzmachen Rückenschmerzen bekommen habe, dann gebe ich mir Bienengift. Ja. Herr Radetzky, warum sind Sie gerne Imker? Also inzwischen sitze ich ja viel am Schreibtisch und bin unterwegs. Aber mit meinen Bienen, die ich ja trotzdem weiter habe, ich bin so verbunden mit dem Jahreslauf, auch im Winter. Wenn es über Wochen still ist, die Bienen nicht fliegen. Und das Stichwort still ist ein wichtiges für mich, weil ich habe an den Bienen gelernt, still zu werden. Wenn ich zu den Bienen gehe, dann muss ich alles fallen lassen, was mich sonst beschäftigt hat. Und wenn ich mich vorher mit jemandem gestritten habe und gehe da wütig hin, dann werde ich gleich vernagelt von den Bienen. Ich muss loslassen und darf loslassen und das ist eigentlich das Schöne, da geht's Herz auf. Und wenn man die Angst vor den Stichen überwunden hat, dann lernt man an den Bienen wirklich still zu werden. Weil man ist ja anders als bei anderen Tieren,
Eine Kuh, die habe ich gegenüber am Futtertisch und kann ihr auch mal kräftig auf den Hintern hauen oder das Heu hinwerfen. Ich kann sie anschauen, ich habe ein Gegenüber. Und bei den Bienen ist es ja so, ich habe einen Kasten offen und man kann meinen, da ist das Bienenvolk. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man aufmerksam ist, das Volk ist um mich herum, ich stehe drin. Und wenn ich das auch in meinen Wahrnehmungsfokus nehme, dann merke ich, dass ich ganz offen bin und mich da verbinden kann mit dem, was das Bienenwesen, was das Bienenvolk ist. Und aus dem heraus habe ich einfach auch die Kraft, meine Arbeit zu machen und die Freude. Jetzt sind Sie selber seit mehr als 20 Jahren Imker. Essen Sie Honig? Isst man mehr Honig als Imker? Oder wie wenden Sie Bienenprodukte an? Ich habe mal 6 Wochen mit einer Blinddarmoperation im Krankenhaus gelegen und hatte ein Loch im Bauch, das war so wie mein Daumen. Dann hatte ich immer Antibiotika jeden Tag rein und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe die Nase voll und habe den und musste unterschreiben, dass ich das jetzt anders mache und habe jeden Tag einen Teelöffel Honig in das Loch gefüllt. Und dann waren die Krankenschwestern, Verbandswechsel und die Ärzte kamen, um sich das anzuschauen und die haben den Mundverstauen nicht zugekriegt. Die Wunde ist in kürzester Zeit völlig frei von irgendwelchen Problemen zugeheilt und ich durfte dann nach Hause. Was ist Demeter-Imkerei? Wie unterscheidet sie sich? Demeter-Imkerei ist eine Imkerei, wo wir eben mit dem Schwarmtrieb arbeiten. Im Unterschied zur konventionellen Imkerei, wo der Schwarmtrieb systematisch unterdrückt wird, ist das für uns die Grundlage, um die Völkervermehrung zu machen, weil es eben der natürliche Prozess ist. Wir haben in der Demeter-Imkerei die Naturwaben. Wir arbeiten nicht mit den künstlichen Waben, wie das heute üblich ist. Und wir haben große Brutwaben, wo immer ausreichend Honigvorräte für die Bienenvölker drauf sind, sodass auch beide Themen, Schwarmvermehrung und Arbeit mit dem Naturwabenbau, gekoppelt sind. Wir könnten nicht mit Naturwabenbau arbeiten, wenn wir nicht auch mit Schwärmen arbeiten würden, weil die eben eine enorme Bauleistung bringen, einen Bauwillen bringen und deswegen können wir auch auf die künstlichen Waben verzichten. Das ist was Existenzielles. Die Bienen haben das 50 Millionen Jahre gemacht. So alt sind die Honigbienen, die staatenbildenden Honigbienen. Und wir haben Bienensterben in der Art, wie wir es haben, eben wirklich erst in einer kurzen Frist, seitdem die moderne Imkerei da ist und die moderne Agrokultur. Und unser Anliegen ist es, möglichst zurückzugehen zu den natürlichen Prozessen am Bienenvolk, weil wir Stress nehmen wollen und dafür sorgen, dass es den Bienen möglichst gut geht. Sie haben das Bienensterben angesprochen. Warum reagieren Bienen so empfindlich? Ist das eine Alarmfunktion, die sie ausüben? Also ist es auf jeden Fall gut zu bemerken, dass die Bienen mit ihren Problemen, die wir ja heute haben, ein Signal sind für die Landschaft und insofern Alarmfunktion. Aber man muss sich klar machen, dass die Bienen uns diese Probleme zeigen, obwohl sie nicht empfindlich sind. Sie sind außerordentlich kompensationsfähig, so ein Bienenvolk, gegenüber Belastungen aller Art. Und wenn wir es an den Bienen schon sehen, heißt es, dass die solitär lebenden Insekten, Schmetterlinge, Hummeln und die solitär lebenden Bienen viel größere Probleme haben und Schäden als die Honigbienen selber. Was macht man als Imker mit den schlechten Nachrichten? Bienen halten, aber nicht Maul halten. Also aktiv werden in Politik, in der Region, mit den Naturschutzverbänden zusammenarbeiten, auch mit uns, mit Mellifera e.V. zusammenarbeiten. Die Imker, und da haben wir einen wesentlichen Beitrag zu geleistet in den letzten Jahren, werden immer politischer aktiv. Wir kommen da nicht drum rum. Wenn wir meinen, wir müssen nur uns um die Honigvermarktung kümmern, dann ist die Imkerei auf dem absteigenden Ast. Wir sind als Imker aufgerufen, weil wir die Probleme hautnah erleben, wirklich als Botschafter des Lebendigen unterwegs zu sein und für eine fruchtbare Landwirtschaftspolitik zu arbeiten. Ich mache jetzt noch eine Führung in den Bienen. Das ist die letzte Führung heute. Und wer hat Lust? Okay. Also Treffpunkt Brücke. Wir gehen in wenigen Minuten los. Der Apitherapietag geht zu Ende. Aber immer wieder kommen Honigliebhaber auf ihre Kosten. Die normale Imkerei ist halt vielleicht doch ein bisschen anders so. Aber hier, jetzt wie das alles zusammenspielt, mit der Natur und die Bienen so lassen, wie sie sind und machen lassen, wie sie wollen und das alles. Also das war jetzt wieder ganz arg schön hier. Bienenprodukte wenden Sie an? Ja, wir haben sie. Also
wir kaufen sie natürlich auch dazu, Gelee Royal und Propolis. Aber wir nehmen das auch selber und die Blütenpollen sammeln wir selber für uns. Ja, das ist also auch ganz toll. Und ja, Honig und alles wissen wir, dass das sehr gut ist. Es gibt nichts Besseres, sage ich immer. Und jeder Gang zu den Bienen ist lehrreich. Wenn die Bienen zum Beispiel nach einem heißen Sonnentag ihren Stock kühlen. Das kann enorm ausgeprägt sein. Jetzt ist der Wind nicht so groß. Am Abend, wenn jetzt die Hitze zurückgeht und man wird, geht ja ans Flugloch. Da ist ein Wind, als wenn da ein Föhn angestaltet ist, richtig ein Gebläse, es bläst richtig. Und dann sind die Bienen dabei, die Feuchtigkeit aus dem Nektar, den sie gesammelt haben, zu verdunsten. Die ventilieren ja, das ganze Klima im Bienenstock ist ja geregelt auf ein Zehntel Grad genau. Die Temperatur, sie kühlen oder heizen, je nachdem, wie sie es brauchen, und regeln die Luftfeuchtigkeit. Also wirklich einen Sie sind umgeben von schwirrenden Bienen, aber keiner wird gestochen. Für Neulinge erstaunlich. Naja, die Wabe ist schon ein bisschen älter. Und hier sieht man die Bautrauben. Seht ihr das? Also wie die Bienen verkettet sind ineinander. Und die hängen aneinander an den verschiedenen Beinen, die sie haben. Jetzt können wir die einfach wieder reinlassen hier. So. Und die Bienen, da ist die Königin. Also ihr habt Glück. Da ist die Königin. Sie hat gerade den Kopf in eine Zelle gesenkt. Die große. Ja. Und die wird dann, jetzt stören wir sie natürlich mit dem Licht, und aber wenn sie so eine Zelle so inspiziert, wie sie es gerade gemacht hat, dann dreht sie sich normalerweise, guckt sie die Zelle in Ruhe an, tastet sie aus und legt dann ein Ei rein. Wir können sie einen kleinen Moment beobachten und schauen, jetzt legt sie ein Ei rein. Seht ihr das? Ja, sie ist ein bisschen gestört, sie braucht ein bisschen mehr Ruhe. Und sie wird bei Ihnen nicht gezeichnet? Nein, wir zeichnen die Königin nicht. Wir schneiden ja auch nicht die Flügel ab. Das ist heute in der Imkerei selbstverständlich, die Flügel abschneiden, um dann keinen Schwarm zu haben. Wenn ein Volk schwärmt, dann fliegt die alte Königin mit dem halben Bienenstaat davon und lässt sich als Schwarmtraube in der Nähe des Stocks nieder. Auch Demeter-Imker kontrollieren die Vermehrung ihrer Völker, indem sie die Lust am Schwärmen lenken. Denn ein Bienenvolk kommt nur in Schwarmstimmung, wenn es beengt lebt oder zu wenig Honigvorräte hat sammeln können. An der Fischermühle werden neue Wege gegangen. Wesensgemäße Bienenhaltung ohne Einsatz von Giften und ohne Streben nach höchsten Erträgen auf Kosten der Bienen. Der Garten ist nicht nur für die Bienen ein Paradies. Die Vorträge sind zu Ende, der Laden hat schon fast geschlossen, der Apitherapietag ist vorbei. Ein lehrreicher und lustvoller Tag. Was haben wir gekauft? Blütenpollen. Honig und ein Glas Blütenpollen. Genau. Die Blütenpollen, da haben wir zu Hause welche und wir wussten nicht, dass wir die nicht so essen dürfen, sollten. Also alleine Vortrag war sehr interessant. Also es war sehr schön, wir waren bei den Bienen. Und ja, unglaublich, wie die Bienen einfach so rausgenommen haben. Die sind nicht weggeflogen und waren ganz brav. Unglaublich, wunderschön. Wesensgemäße Bienenhaltung ist wirklich das Richtige. Und ja, wir haben die natürlich die Waben gesehen und haben auch die Stifte gesehen und auch die Maden gesehen und haben auch Honig geschleckt. Ja, es war sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ja. Und so vieles weiß man noch nicht über die Bienen. Wir haben sogar Honig mit Blütenpollen drin gekauft. Der war sehr köstlich und kannten wir bisher noch nicht. Danke.